This world will never be what I expected. And if I don't belong, who would have guessed it? I will not leave alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Stream. Ich glaube, ist ein bisschen laut die Musik. Sollte eigentlich gehen. Neuer Father-Stream, moin Emil, neue Season. Heute gibt's den, ich kann das nicht aussprechen, Razer, irgendwas. Das wäre ich, sollte ich meinen. Elektrisches Hypercar-Ding. Und ja, mal schauen. Ich weiß schon, dass Dommer heute nicht da sein wird, weil sein Schlafrhythmus wieder nicht optimiert ist, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, ich habe die Cam irgendwann mal verschoben, aber ich hoffe, es passt einfach. Ja, hier den Razer TS. Mal den Stream pausieren. Und ja, dann spielen wir heute mal Winterseason wieder und ich habe ewig lang kein Forza gespielt, also eigentlich seit letztem Stream gar nicht mehr, weil ich halt einfach gar keine Zeit dafür hatte in dem Sinne und weil ich halt immer Race Room gespielt habe. Also in letzter Zeit spiele ich echt viel Race Room, ich kann aber ganz, ganz kurz schunken. Ich habe jetzt 260 Stunden in Race Room schon. Von daher, ich kann ja auch gerne mal zeigen. Stotz hier auch schon 80.000 pro Ding. Täglich hatte ich auch irgendwas mit über 20.000 auf Liveries. Von daher, ja. Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie wir mal in der Kolonne kommen. Jetzt mache ich Dings. Ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie habe ich momentan nicht so die Lust auf Forza. Nicht, weil ich nicht generell keine Lust auf Forza hatte. Ich habe ja auch noch, immer noch Projekte, die ich theoretisch machen sollte, wollte, wie auch immer. Also halt diese homologierten Fahrzeuge weitermachen oder so. Hätte ich an sich schon Lust drauf, aber ich komme halt zeitlich absolut da nicht hin. Und die Trailer für Race Room und Race Room an sich machen mir halt viel mehr Spaß momentan. Deswegen, ja. So. Oh, warte mal vorne. Passt schon. Perfekt. Ja, mal gucken.
Blöde ist auch immer so ein bisschen. Glaube ich, dass das reicht? Nee. Ja, das Blöde ist auch immer so ein bisschen, dass donnerstags zum einen die Season immer wechselt. Aber auch zum anderen, in Ravesroom das neue Schema rauskommt. Also die neuen Server-Einstellungen und so. Und dann sehe ich halt immer irgendwann mittags in der Schule, was in Ravesroom die Woche kommt. Möchte eigentlich direkt damit anfangen, den Trailer zu machen. Aber das Problem ist, dann habe ich erst Schule und dann am Nachmittag kann ich auch nicht anfangen, weil dann streame ich ja Forza. Weil es macht halt nur Sinn, es am am Donnerstag zu streamen eigentlich. Das heißt, ich muss dann bis Freitag warten oder bis Donnerstagabend kann ich da auch schon mit anfangen. Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen blöd, weil ich weiß auch nicht, ich möchte die Streams gerne weitermachen. Gerade für Forza, weil es halt so meine Main-Sache war. Aber gleichzeitig möchte ich mich auch mehr irgendwie auf die Trailer konzentrieren teilweise. Ja, okay. Das hatte ich auch noch nicht bisher. Bin mal gespannt, wie es dann wird, wenn ich mit der Ausbildung anfange, weil dann habe ich ja tendenziell weniger Zeit als momentan. Und ich fahre da schon wieder gegen. Was mache ich dann? Ja, mal gucken, wie ich es dann regel. Wird schon irgendwie klappen, würde ich sagen. Sind wir jetzt nur zwei Leute, oder? Perfekt. Was fehlt denn noch? Speed Trap. Wo sind die letzte Speed Trap hier? Ach, moin Peter. Bin ich blind? Ich finde die letzte Moin Peter, ja. Speed Trap hier nicht. Ach da. Fahre ich besser von oben an. Muss aber sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es momentan in Ravesroom läuft. Ich weiß, ich rede sehr viel drüber und so. Ich habe ja gestern das Event nicht gestreamt, bin ja froh drüber, weil wäre ich da disconnected, das wäre absolut bitter gewesen. Hab's ja im Discord gepostet, bin P2 geworden auf Silber. Bin ich sehr zufrieden mit. Muss mal gucken, wie es damit weitergeht, weil ich kann es halt einfach nicht streamen. Mir bricht die Verbindung zu oft ab, gerade für so lange Events. Was ich dann immer empfehlen kann, wenn man das Rennen sehen will, dass man dann bei Captain Coffee vorbeischaut auf Twitch. Der streamt die Gold-Server, vielleicht join ich auch demnächst auf Gold. Muss ich mal gucken. Ja. Wird sich alles erst ergeben müssen. Rally Monster im Skiverbruch. Hab ja zum Glück zig Audis hier. Die anderen Floftoff, Stoneoff, so. Die alle.
Perfekt. Teleportiere mich eben hin. Kann ich suchen direkt. Gab wohl auch noch irgendein Update, aber ich glaube ich nichts Neues drin, soweit ich weiß. Na, fangen wir mal an Prüfungen nach, machen wir das Showcase. Dann wissen wir ein bisschen anders als sonst. Perfekt, haben wir genau gegen den Baum gefahren. ja, komm. wenn schon. Muss sagen, ist auch ein super Auto, um einfach mal einkaufen zu fahren. Wurde gerade von einem vom Race zum Discord zu einer kleinen Liga eingeladen. Hätte ich an sich Bock drauf. Das sind auch echt coole Leute. Fahre verdammt gerne gegen die, aber zum einen ist es halt donnerstags abends und man sieht ja gerade, dass das dann nicht ganz hinhauen wird. Von weil ich auch noch essen muss und so weiter. Und zum anderen habe ich dafür halt echt momentan nicht wirklich die Zeit. Neben den anderen Projekten, die ich habe. Oh no.
Es war natürlich geplant, die KI an der Stelle aufzuhalten. Nice, letzte Kurve noch überholt. Nice. So. Ich glaube gerade recht wenig über deswegen. Aber ich meine, was soll man auch jetzt gerade groß sagen, to be honest. Aber ne. Ist auch gut bei diesem Intro, wenn der Wagen dann bremst, wie weiter nach vorne. Ah, komm. Oh mein Gott, wie habe ich keinen Baum mitgenommen? Warum hat die KI hier so viel? Ja gut, ist das super, da kann ich schon erfragen, aber trotzdem. Ist sie gerade auf mir drauf gelandet? Nice. War's egal, ja, OP. Ich schreibe gleich mal auf den Storm. Das ist gleich jetzt.
auch noch eine Unterhaltung. Einer von den beiden muss doch kommen. Ist doch noch was, hat die Welle in Forza vor. Frech. Einfach nur frech. Ah, unsere Lieblingsstrecke. Mit dem Quarzregalia vor. Oh, der Clip von Emi ist schon gut an der Stelle. Naja, das ist ja die Sache. Forza KI soll. Die KI soll ja die Forza-Spieler. Nice. Die Forza KI soll ja die Forza-Spieler möglichst akkurat darstellen. Das macht sie eigentlich so bei unfairen Fahren und einfach an der Strecke rammen und rumlenkt. Ja, perfekt, da werde ich auch dran vorbeigeschoben. Und Piet. Also ich fahre ein Quarzregalia und trotzdem werde ich an einem Checkpoint vorbeigeschoben. Ich meine, ist eh egal, wir haben schon gewonnen, aber trotzdem. Und Emi? Alter, was ist er für ein Kick? Bruh. Komm schon, KI. Geh, bitte. Viel Platz ihm. Glückwunsch. Was soll man für einen Vorsatz eigentlich machen? 2 Sterne, 10. 5 Querfeld-1-Serienveranstaltung. Großes Tennis, ja. Das trifft's ganz gut.
Saturn Shop ist noch der alte, oder? Ne, ist schon mal. Honda ist 800 und Diablo geht her. Ja, ist ganz gut eigentlich, aber habe ich schon. Ich lade Schlaf drauf einfach mal ein. Vielleicht schon, ja. Kann's ja versuchen. Lässt sich gut driften dafür, dass es gar nicht so gewollt war. Außer wenn der Lenkwinkel dann nicht reicht. Ja, aber ich glaube, Flop Flop soll nicht bei. Haben ihn das letzte Mal, glaube ich, ein bisschen verschreckt. Warte mal, ist nicht schon 50%? Nee, 49 oder 48 sogar mal. Okay, Timo. Nein, ich will nicht vorsichtig schon. Lass mich. Ich plane jetzt deine Route zur Forzaton Live-Veranstaltung. Playing Forza. Thursday is always Forza Day. Bin ja mal gespannt, wie das mit der Woche ist. Ich weiß noch nicht ganz, welche Kombination ich fahren werde. Oder wie viel ich sie fahren werde vor allem. Und ich weiß auch noch nicht ganz, ob ich TT oder GT3 fahren werde. Auf der Nordschleife. Ich tendiere zu TT. Ja, der definitely need a BOP. Like, the spaceship should get a bit more of weight. So it isn't that OP. Bestätigt, Kilo Alpha. Ich scanne nach einer neuen LZ. Chief, geben Sie Gas. Bringen Sie uns hier raus. Cortana, was ist das für ein Ort? Ich weiß nicht. Sieht mir nach einer Art Befestigung aus, aber sie wurde seit Jahrhunderten nicht genutzt. Ist das ein Spartan? Wir schaffen es also doch noch nach Hause. Okay, neue LZ gefunden. Die Zeit drängt. Dieser Ding wird in 3 Minuten atomisiert und wir wollen nicht hier sein, wenn das passiert. Marines, ich habe die Koordinaten ins Navi übertragen. Wir werden in 3 Minuten rausgeholt. 3 Minuten, das heißt in 3:44? Oh, nein, man braucht ja eh noch Clearance. Schauen Sie sich diese uralten Behausungen an.
Sie sehen fast bewohnt aus. Voll gucken, ob da die Rechnung auch falsch ist, wie wenn die da runterzählen. Ja, probably, but I think it was a bit over-dramatized, because, I mean, Georg proved it didn't really matter in the end and just made racing better, so yeah, and I think they learned from it as well. But I can tell myself BOP, or tell from my own experience, BOP in cars is fucking a lot of work, like, a lot of work and testing. Kilo Alpha, hört mich jemand? Ja. Kilo Alpha? Wow! Klar und deutlich, Cortana. Schön, Sie wiederzusehen, Pilot. Ich möchte nicht ohne Sie bei der LZ ankommen. Yeah, I know the problem is the... I understand the problem is the moment, but... Like, if they see a car's OP, it takes a lot of time until they really have a BOP which works. And therefore, I think you have to see both sides, and... I think for the most people it was better that they BOP'd it, even though it was quite late. So... Yeah. Kann wie guter Zeitpunkt. But yeah, I mean, I change quite a lot of things sometimes on my car, like in the hour before the race, so yeah. I think it's not the biggest problem to adapt to it. Sure, it can be better, but yeah. But I can also understand why it fucked people up, so yeah. The pit bug, it was funny, but it's just like such a, like, one in a million thing, I think. Like, this was, but I think it's like Georg said, because of the pit entry, because he messed that up. And with this messed up the AI controlling. But I don't really get why you use automatic pit stops. Manuals are so much better, to be honest, but yeah. Yeah, rolling starts were a problem. I had this myself, or like the cars in front, I mean, I sent the clip into the Discord. So, I was caught out by it. Not myself, but by the cars. Yeah. Oh yo, that's an auto. Sonnenschiff, so, ne?
aber two circuits. Don't know about teasers and those things. I don't have any more knowledge than anyone else. Like, yeah. Das wird Luca gefallen. Das wird Luca auf jeden Fall gefallen. Ich schicke mal ganz kurz ein Bild. Not bad, not bad, not bad. Highway Test. Ich habe gar keinen Plan, wie schnell der ist am Ende, aber ist auf jeden Fall vielversprechend. Sound. Ich kann aber nicht. Das wäre ultra krass, ne? Das wird wahrscheinlich auch nichts ändern, oder? Ne. Nice. Würde ich jetzt sagen, Spielplatz Partien. Forsaton weiß ich noch nicht, ob und wie wir den machen. Was sind eigentlich die Stats? 5000 Newtonmeter, 1,45 Tonnen. Boah, Alter, das ist halt schon krank, wie viel Newtonmeter das Ding hat. Kann man nichts gegen sagen. Optisch kann man sich drüber streiten, ich finde ihn von hinten auch nicht schön. Von vorne finde ich ihn eigentlich ganz nice. So vom Aufbau her, naja, okay, aber von der Leih, also was die aus dem Elektromotor rausgeholt haben, ist schon krank. An der Y-Mac können wir mal ganz kurz gucken.
hab ja noch ein paar Sekunden. Hat 2300 Newtonmeter bei um die 400, 450 kW mehr. Nee, Flocke hat anscheinend keine Lust. Oder hat's einfach überlesen oder was weiß ich. Und die Einladung übersehen. Ich glaube, er hat einfach keine Lust mehr auf uns. Kappa. Was, Traktor? Könnte auch ein lustiger Aufforder sein. Ich bin honest. Holy shit. GT3, GTM plus TTS VN. Perfekt, der wird schon passen. Gott. 5 gegen 5. Boah, ich hasse das momentan. Irgendwie ein bisschen das Gefühl, das Spiel hat meine. Wait, warum ist Pete in einem anderen Team? Warum bin ich in einem anderen Team als ihr? Das finde ich jetzt frech. Wait, der lief jetzt nicht, oder? Warum lief er? Was ist er für ein... Hä? Ja, come on, was soll man machen? Warum leften die? Wir waren halt voll am Gewinn.
Und ich bin immer noch stuck an dem Baum. GG. Das ist eine Frechheit. Wie lange denn noch? Schon. Ach, komm schon, es ist so lächerlich. Und trotzdem habe ich die meiste Zeit mit einer Krone bei einer Sekunde am Ende. Muss ich mal ganz kurz screenshotten. Ich will mich von Pete oder Emil infizieren lassen. Fragst du nur, wo sind die beiden? Da ist Emil, Emil. Nein? Ach komm, schon so unverdient, so ein Keck. Da kann sich mein Zwillingsbruder nicht einfach auch ein Auto schnappen und fahren.
Peace. Er war auf jeden Fall verdammt knapp. Damit du nicht traurig bist, mehr bin ich nicht. Allein, dass ich die meiste Zeit mit der Krone hatte, obwohl ich alleine in einem Team gegen 5 war. Wenn du noch gewinnst, bekommst du ein Eis. Ja, ja. Definitiv möglich. Können auch 1 Million Euro draus machen, das würde nicht sein. Aber da muss ich als erstes... Ah, perfekt, ich muss als erstes Flaggen bringen. Mache ich natürlich nicht. Ein großes... Ein sehr großes. Moin. Komm. Tandem-Meme hier. Ich find's gut, wie trotzdem einer von denen bei mir in der Punktezone campt. So als ob ich irgendwas machen würde noch. Nicht ab. Das hat bestimmt auch Spaß in echt. Perfekt eingepackt, würde ich sagen. Ja, es wird jetzt ein ganz schweres Spiel auf jeden Fall für euch.
Ich wollte eigentlich jemanden blocken, der nicht Emil ist, aber du kamst halt so rausgesprungen, dass ich es nicht gesehen habe. Das hatte ich auch noch nicht, dass die Animation immer zu früh resettet wird. Ah, ich sehe, ja, Spiel, ja. Was ein Wunder, ihr habt gewonnen. Verdient. Na, kann man dazu nicht sagen. Moin Arti, möchtest du hinzukommen? Wir haben noch Platz und Dom ist heute nicht da. Das heißt, du bist nicht komplett zu Tode beleidigt. Beide, was Dom eigentlich bei fast jedem macht, aber egal. Wir haben noch 3 Singleplayer-Meisterschaften und Vorsortern. Erleichterung. Welche Meisterschaften haben wir denn? 800 Classics. Perfekt. Kannst ja schon beitreten. Oh, D500 Vans und Pickups, eure Lieblingsklasse immer wieder. Ich glaube, Flofter findet die am schlimmsten, das war nicht da. Und 800 modernen Sportwagen. Dance und Pickups, was habe ich dann? Okay, Heckgetrieben. Perfekt. Das wird lustig. Lino und die stummen Brüder. Ja. Ich dachte gerade kurz, du meinst, dass ich mich schon wieder gemutet habe, aus Versehen. Aber habe ich ausnahmsweise mal nicht. Wir können ja in der Zeit einfach mal ein paar Wheelspins öffnen, ne? Erstmal in die Bücher. 30 Super Wheelspins. Okay, Cash. Okay, ein Auto zum Verkaufen für Cash. Okay, wenig Cash. Okay, nochmal ein Auto zum Verkaufen für Cash. Na ja, komm. Oh Junge, was sind das? 250k? Auf 425k. Alle Sprachlosen zusammen, ja. Der Fluffdorf sagt ja manchmal auch nichts. Der ist so hype.
Okay, Luca kommt vielleicht noch später dazu. Das da. Oh, easy 4000. 4000. 400.000. Ja, komm, im 6, wer braucht das? Sehe ich in letzter Zeit genug in Race Room. Einladen einfach. Perfekt. Ja, glaube ich dir. Aber auf der Series X kannst du die Intros skippen. Wenn es die mal wieder gibt. Ja, sie ist nicht so. Also, dass die PS5 existiert, ist, glaube ich, mittlerweile eher ein Mythos. Aber. Ja. Ist halt so, wenn eine neue Konsolengeneration noch so lange Zeit rauskommt. Kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel hier PS2 und Xbox 360 eine Zeit lang nicht zu haben waren. War 360 nicht toll? Also, ich kenne mich nicht so aus. Ich bin kein Konsolenspieler. Das ist natürlich Stonks. Deswegen ist Nvidia auch geil. Weil AMD macht geile Prozessoren. Einfach die Miner Mowers Gang und dann komme ich. In meine Ladefläche passt eins eurer Autos einfach mal rein. So, also halt vor mir ein Leichenwagen, in dem eure Autos reinpassen. Ich würde aufpassen. Express Delivery. Driftstick. Läuft auf jeden Fall. Wait, das Teil hat Rally Lights? Ich hab den Morris Mini nie wirklich. Bei der ist ja von der Front her derselbe, von daher macht Sinn, dass er den Mini-Teil hat, aber. Trotzdem wild. Danke, KI. Masiert. Ja. Tom, davon hatten wir mal ein Navi. Gut, halt Zeit, wo man seinen Navi noch mit so einem Dings an seine Windschutzscheibe sticken musste. Ist ja auch irgendwie paradox, ist so. In den Autos sind immer mehr
ich nenne es mal Sicherheitsfeatures, so dieses Distance, dieser Distanzsensor und so weiter. Hier, Auffahr-Dings, ihr wisst, was ich meine. Und alles Mögliche. Schilderkennung. Aber dann ist da wieder so viel drin, dass man viel mehr abgelenkt ist beim Fahren. Also ich kenne das selber vom... Also ich fahre normalerweise unseren CRV. Dritte Generation. Der ist halt roh, sagen wir es mal so. Klar, der hat ein bisschen was. Der hat Park Distance. Oh, sorry, Arti. Ah, mir fällt noch ein. Ich muss mal irgendwann sorry mir sagen. Kann ich ja noch von vorhin wiederholen. Oh, oder jetzt. Ah ne, das ist aber schmiert ab. Geil. Nochmal. hier. Das ist halt immer mehr so Sachen da drin sind. Aber gleichzeitig ist da so viel drin, was einen während der Fahrt einfach nur ablenkt, dass man da am Ende viel weniger Aufmerksamkeit für die Straße und dadurch mehr Unfälle am Ende passieren. Das glaube ich auch irgendwie, hat irgendeine Studie jetzt letztens herausgestellt, meine ich. So wie ich das mitbekomme, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber klingt für mich auch plausibel, muss ich sagen, weil ich kenne das halt, wie ich es gerade anfangen wollte schon. Unser CRV ist halt ziemlich roh. Also der hat halt Park Distance, Rückfahrkamera. Ja, Arti. Und was hat er noch? Ja gut. Basic Radio und so, ne? Mit USB-Stick und so. Aber sonst nichts. Und der macht mir echt auch Spaß zu fahren und so weiter. Und wir haben jetzt auch noch, jetzt haben wir mittlerweile auch noch einen Ignis seit irgendwie einem halben Jahr. Ist halt 2020er Facelift. Und der hat diese Distanzerkennung. Auffahr. Wie heißt es? Mir fällt der Name nicht an. So scheiße finde ich das. Durch die Asis kannst du ja keine Unfälle mehr machen. Ja. Ja, eben, das ist halt so. Und weißt du, ich werde eigentlich fast immer bei einer Autobahnauffahrt, die ist halt so zweispurig, und dann geht es nach rechts und dann kommt so eine 180 Grad links. Und ich fahre immer auf der rechten Spur, das sind zwei Spuren. Eine für LKWs, die ist breiter und PKWs logischerweise auch. Und eine halt für normale PKW. Und da dreht sich auch jeden Tag mindestens einer raus, muss man dazu sagen. Und ich fahre immer in, also, oder außen, je nachdem, rechts halt, ne? Und in dieser Rechtskurve werde ich immer von außen geschnitten, wenn da jemand ist. Also wirklich immer eigentlich. Ich glaube, ich hatte es bisher einmal bei dieser Autofahrt, dass ich in der Situation nicht geschnitten wurde. Mit dem CRV kein Problem, ne? Ich weiß das ja. Mit dem Ignis, auf einmal fängt das ganze Auto an zu piepen. Das ganze hier Heads-Up-Display fängt an rot zu leuchten, zu blinken, was weiß ich. Ich komplett erschrocken kurz, weil es war das erste Mal, dass es angeschlagen hatte, so, als ich das erste Mal gefahren bin. Ey, das war so... Das lenkt einen wirklich nur ab. Ich kann daran... Vor allem, man hat zwar einen Schalter, um das an- und auszustellen, das funktioniert aber nicht. Dann gibt es noch Spurhalteassistent. Auch super, wenn dann auf einmal alles orange aufleuchtet und so. Es ist halt einfach nur Ablenkung, pure Ablenkung vom Fahren. Finde ich, bin ich absolut. Aber auch sowas wie zum Beispiel bei Tesla, dass man fürs Handschuhfach, das Fach, was immer erreichbar sein sollte, dass man das nur übers Display aufmachen kann. Was ist der Sinn dahinter dann? Also warum ist... Ich meine, ja, ist vielleicht eine schicke Funktion. Oder auch, ich glaube, bei manchen Porsches oder BMWs ist das, dass man die Lüftungen, also Belüftung, Fahrzeug, kann man ja so einstellen, wo die hingehen soll. Ist das hier drin? Nein. Geht ja bei Porsches, BMWs, ich glaube auch bei Audis und so, kann man das nur noch übers Display steuern. Und jetzt frage ich mich, der Sinn dahinter sind die Drohnen, ich meine, am wenigsten verstehen. Ja. Aber ich frage mich dann, ist das nicht der Sinn hinter den Sachen, dass man da schnell und einfach drankommt?
dass man nicht auf ein fucking Display während der Fahrt gucken muss, um das einzustellen? Weil wenn ich einen Regler habe an diesen Lüftungen, dann ziehe ich das einfach dahin, wo ich es hinhaben will quasi, und das geht von alleine dahin. Wenn ich auf dem Display jetzt gucke, ich muss da nicht hingucken, ich fühle das. Wenn ich jetzt auf dem Display, dann muss ich erstmal durch ein Menü gehen, muss dann, also hier, wenn, hier muss ich hingucken und hier unten ist mein Display, dann gucke ich hier hin, um das einzustellen, gucke immer wieder so auf die Straße, um die Option erstmal zu finden, das einzustellen, und dann stelle ich das hier so ein und gucke nebenbei links, in welche Richtung das geht. Warum? Kann mir keiner erzählen oder erklären. Ich werde es nicht verstehen. Ich meine, ja, ich werde mich daran gewöhnen müssen, weil Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, da wird man das oft haben. Aber nee. In den Autos, die ich fahren werde, nein. Wenn ich fahre, dann möchte ich fahren. Und nicht nebenbei die ganze Zeit auf irgendein Display starren müssen. So. Also die einzigen Fahrhilfen, die ich brauche, sind, oder die ich haben würde, möchte, wie auch immer, sind auf jeden Fall ABS, weil ABS ist immer gut im Straßenverkehr. Park Distance und Rückfahrkamera sind, finde ich, ganz nice. So, kann man nichts mit falsch machen. Und das reicht. So. Ja, ihr habt Autos, die sich selbst reparieren können. Das ist natürlich Stones. Just got bamboozled a lot by... What? Hello, Paul. Okay. Trying to figure out what you mean, but... yeah. Always. Ja. Ja, wie gesagt, werde ich halt einfach nie verstehen. Ich meine, manche Sachen, ja, so diese Distanzsachen, okay, meinetwegen. Oder so unauffälligere Spurassistenten. Der Civic meiner Schwester zum Beispiel hat das, dass der hat so rechts und links vom, ich glaube, von der Drehzahl. Ich glaube, der hat hier die Drehzahl in der Mitte oder den Tacho in der Mitte, ich weiß nicht, und rechts und links davon sind so kleine yeah, I'm speaking German. you don't really need to understand what I'm saying. If you have questions or something, just ask them, I will answer them in English. Also hier, die hat dann halt so zwei Anzeigen rechts und links davon, so dünne Striche quasi, die leuchten dann halt blau oder grün, je nachdem, aber das schlägt nicht an, also man sieht es, aber es ist nicht aufdringlich, das ist ja noch okay, das fand ich auch irgendwie ganz nice, so als Feature, aber dass auf einmal das ganze Dashboard orange leuchtet und blinkt und piept und das ist, hasse ich einfach nur. Vor allem führt das ja auch im Endeffekt dazu, dass manche Leute sich denken, ich habe ja diese Assistenten, ich muss ja quasi nicht mehr auf die Straße gucken, wenn man mal ehrlich ist. Weil nicht jeder denkt so wie man selbst so. Ja. Aber kann ja dann eine unterschiedliche Meinung zu haben, natürlich. Okay. Hillclimb, Sandman. Ich würde sagen, wir machen hier noch einmal ganz kurz die Rennen. The Learning Stream. Ja, keiner. Können wir hier noch einmal Forsaton anfangen? Hättest du machen können, Arti.
Ich hätte dich wahrscheinlich einfach komplett durchgeschoben, weil du nichts wiegst und ich fucking Sandman fahre. Können ja hier nach einmal ganz kurz die 5 Rennen für einen Forsaton machen, weil Luca kommt um 17 Uhr dazu. Dann macht er die letzten 2 Dings noch mit. Moin. Sorry, Emil. Oh, das war jetzt die perfekte Möglichkeit. Einfach so voll die Backpfeife gegeben. Oh, war das gut. Ah, OP Racing Line. Präsentiert von Arti. Ja, jetzt Unlimited Money Hack in R3E. Wonder how good it would work in R3. Break? R3. I should just say race room, but yeah. Shall not pass. Der arme Schneemann. War einfach schon wieder geköpft. Hört die KI da vorne. Vielleicht sollte ich mir gleich mal noch kurz was zu trinken holen. Vielleicht überrunden wir die echt noch. Na, schade. Reicht nicht.
Das ist das zweite Rennen. Kommt mir irgendwie schon vor wie das dritte. Ja gut, das ist so gesehen das dritte, was wir fahren, aber... Guck mal, da würde ein perfekter Morris Mini reinpacken. Passen. Ja, perfekt. Das dann dauert ja nicht so lang und hat vielleicht 5% Dirt. One Piece. Ey, KI. Hier unten, ich weiß nicht warum. Nice Drift, Arty. Aber ich muss sagen, seit Steam Release ist es eigentlich nicht schlechter geworden, eher sogar besser mit den Servern. Habe ich bisher zumindest das Gefühl. Also am ersten Tag war da ein bisschen, naja, aber... So, jetzt läuft der eigentlich. Thank you.
um mal kurz was zu trinken. Shiwauki. Ah, ich kann euch ja mal ganz kurz nach. Vielleicht wisst ihr noch, wie mein Stuhl aussah. Ist tatsächlich jetzt wieder repariert. Also man sieht nicht mehr komplett das Dings von der Runde. Ist wieder Bezug drauf. Hat den Vorteil, es fusselt nicht so viel. Dein Stuhl? Hä? Achso. Ja. Mauszeiger, geh weg da. So. Richtiger Hypnose-Stuhl, ja. Schon so. Das ist irgendwie so ein. Ja, man kann es schlecht sehen, ne? Ich pack das Mikrofon mal vor, ich sage zur Seite, bevor ihr noch einen Hörspitz bekommt gleich. Wenn man das so erkennen kann. Das ist irgendwie so ein. Ja, wie kann man es beschreiben? So ein Opa-Stoff, keine Ahnung. Also so. Carol Hentmann bei meinem Opa damals in der Wohnung finden können, auf jeden Fall. Extreme Offroader. Nimmt mal einen Extreme Offroader. Bildgrößer Moment. Oh, wir müssen sogar nur noch zwei machen. Perfekt. Andere Szene. So. Ich weiß halt nicht, ob man das mit der Kameraauflösung so gut sehen kann. Kennt man das? OBS schaut so aus, als könnte man es. Der Opa hatte keinen Drehstuhl. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Mein Opa hatte auf jeden Fall mal einen Sessel, in dem er saß, so. Haben wir sogar immer noch. Aber... Hatte er einen Drehstuhl? Ja, der Stoff ist halt so... So rau und so und deswegen... Nee, das, der hat kein wirkliches Muster. Okay, das sieht man halt echt scheiße. Der ist einfach so rau und ja, deswegen sieht das scheiße aus. Wie so geflochten halt. Keine Ahnung. Das. Glaube ich, hoffe ich, bitte. Ja, meine Kameraauflösung müsste da halt besser sein. Dass man das ordentlich sieht, aber... Also sie ist halt zu weit weg und das Problem ist... Hab vielleicht das Bild gerade noch im Kopf auf dem Discord, wie ich die Kamera da festgemacht habe. Dass das irgendwie so... Naja... Ich würde kurz brauchen, bis sie wieder so steht wie jetzt.
Ah, perfekt. Einfach CX-75 und 720S um mich rum. Der Titan FE nächstes Stream erfordern? Ich glaube schon, ne? Der ist 200, das ist glaube ich nicht. Nicht, dass ich wüsste, zumindest. Bin ich aber tatsächlich nie wirklich gefahren. Weiß nicht, warum der S200 ist zwar geil, also der Hunigan S200 ist zwar nice, aber ich bin ihn nie wirklich gefahren. Also auch wenn er verdammt stark war, in S1 und S2 Dirt, nie gefahren. Also klar, ich habe ihn schon mal benutzt, aber ich bin nie wirklich gefahren. Ja, wer für mich, ich glaube, es ist ein Extreme Rally Car. Ah, nein, Mercedes. GTR. Perfekt, Arti ist Auszeug mit einem 720S. Strong. Wäre natürlich strong, den einfach ins Ziel zu schieben. Will noch die Route fahren? Nein, du gehst ins Ziel. Jetzt. Okay, Luca kommt so in einer Viertelstunde. Das heißt, wir haben noch genug Zeit, einen Vorsaturn fertig zu machen und so. Und muss man ja auch noch machen. 2-Sterne-Bewertung, Bleeping Blitzer-Zone. Was soll beim ersten Jahr? Das sind die Advanced Tactics einfach. Heute beliebt. Ach komm, wechseln wir mal das Fahrzeug. Ich habe Halo nie gespielt, aber ich finde es gut, dass da Dortmund draufsteht. Auch wenn ich die Stadt nicht sonderlich mag, aber Heimat ist Heimat. Also Dortmund ist jetzt keine schlechte Stadt, aber habe ich glaube ich schon oft genug gesagt, aber wir haben hier nicht mal eine vernünftige Go-Kart-Halle und die wir haben, ist Schrott. Oder nicht Go-Kart-Halle, sondern Go-Kart-Strecke. Hier ist nicht mehr irgendwo ein Verkehrsübungsplatz. Ich glaube, da müssen wir auch erst bis nach Recklinghausen fahren oder so. Ich wüsste aber gerne mal, warum das da überhaupt draufsteht, wann im Halo war. Ob das eine Bedeutung hatte oder einfach nur random irgendeine Stadt genommen wurde. Oder ob das einfach ein random Wort sein soll. Division, was weiß ich. Ich habe Halo nie gespielt, deswegen.
Easy Win. Oh, ich werde ja heute 550, das heißt endlich Silber. Nice. Ich hab heute halt gefühlt auch gar nicht geschlafen, ich konnte mir auch gar nicht schlafen. Ah, weird. Zwei Sterne Bewertungen, aber die sind jetzt dazu. Okay, da drüben ist die nächste, nehmen wir einfach mal die. Perfekt. 10 ultimative Zerstörungsfähigkeiten. Reden muss gelernt sein, ja. Und ich muss sagen, man sieht verdammt viel hier in der Ego-Perspektive nach vorne. Doch. Ne, die ist hier, oder? Ja. Da. Ich vergesse mal irgendwie, wo die genau ist. Ja, wenn ihr noch Rennen braucht, also für einen Forsaton, könnt ihr eben kurz leften, die Rennen machen, das geht dann auch schneller. Wegen der Ladezeiten. Songs. Dann wieder dazukommen. Sind doch, oder? Ja. Die Lichtung der Zerstörungsfähigkeiten. Ja, ich weiß, mir ist nur gerade eingefallen, eigentlich wollte ich es schon sagen. Vorhin, aber ich hab's vergessen. Aber auch für Arti und Emil, logischerweise noch.
schon. Normalerweise habe ich ja auch keine Probleme, die Kette auf rechts zu halten. Perfekt. So war das nicht geplant. Fähigkeiten einfließen, nämlich lasse ich mir nicht nehmen. Lasse ich mir nicht nehmen. Reden muss gelernt sein, ich weiß. Perfekt, observiert. Der Rasenmäher auf der Lichtung mäht jeden Baum ab. Winter 80. Winter 80%? Ach schon, ja gut. Pista. Artis Lieblingsauto. Ich mach mal die Daily mit durchs Nadelauffähigkeiten noch. Dauert nicht mehr lang, bis Luca da ist. Wenn das stimmt, was er gesagt hat. Ich glaube Autobahn. Oha, über 400 km/h, das fahre ich nicht sonst auch im Spiel. Wo ist hier Verkehr? Ich wollte da erst durch, aber dann doch nicht. Weil halt nicht genug Platz auf uns, ne? Aber das war Advanced Technik einfach. Frontal mit Mercedes anfangen. Kanal over. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht.
Bisschen spät gebremst, aber passt. Moment. Was hab ich denn so? Müssen halt immer noch kurz warten. Was hab ich denn so bei Mods da? Hab ich da auch nur? Ja klar, hab ich da einen Drifter. Songs, Alter. Ja gut, bei Luca kommt der Bus gar nicht, das heißt, wir fangen einfach mal an mit der, dürfte das sein. Pete muss erst zurückkommen, sollten wir nicht vergessen. Ist ja ein bisschen blöd. Perfekt. Müssen wir mal den RX-7 aufbauen, den ich mal hatte. Ich hatte so einen Silber aufgebauten, ohne Flügel, mit nur kleinem Spoiler. Oder hatte ich den kleinen Flügel drauf? Ich weiß gerade nicht. Muss ja mal gucken. Ja, schon ganz nice. Also als Sleeper ein bisschen. Weil ich ja eigentlich dieses Auffälligere ein bisschen mehr mag. Thank you.
Diese Lackierung. Ey, die werden auch jedes Mal ein bisschen besser, oder? Sag deinem Designer mal, die sind echt geil, die Lackierung. Sind absolut wild. Brauchen ein KI-Auto. Vorne kommt eins, perfekt. Perfekt. Nein, Arti, nein. Helf mir mal bitte, den Audi auf die Schienen zu schieben. Perfekt. Einfach so stehen bleiben, dass er immer gegen einen fährt und stehen bleibt. Jetzt nur noch warten, bis ein Zug kommt. Oh, warte mal. Kriegen wir das hin? Ja, perfekt, den auch noch drauf. Und den Mercedes am besten auch noch. So, und ich frage, wann zukommt. Okay, ich glaube, die zwei da kommen eh nicht mehr weg. Moment mal. Perfekt. Piese schon mal getrennt. Kommt denn hier mal ein Zug? Nice AWD Burnout. Solange der Dings da stehen bleibt, ist alles gut. Der Olli. Echt gerade verpasst haben, dass er so lange braucht. Weil er wirklich ja. Der spawnt nicht random, sondern fährt wirklich immer die Runde. Quasi. Ich meine, der ist ja nicht langsam. Vom Berg aus. Also da die Strecke, die ich gerade lang fliege. Okay, da vorne ist er. Also er kommt jetzt gerade auf der Brücke. Perfekt.
Dauert dann nicht lange, bis er da ist. Der Audi steht immer noch da. Ist perfekt. Wenn du nicht sterben willst, Arti, solltest du vielleicht von den Schienen gleich runter. Dann kommt er. Wo ist er hin? Lol, er wurde einfach despawned. Ne, da vorne ist er! Da vorne ist er! Komm, du schaffst es! Du schaffst es! Nice. Oh, da hat Ferdinand einfach noch mit. Schon Stunts. Ich glaube, ich muss mal eine neue Sitzung suchen. Ah, Moment, ich möchte einmal ganz kurz vorher nachgucken, weil ich das Gefühl habe, er hat meine auf... Okay, ne, hat er nicht. Was ich gerade dann nicht verstehe, ist... Sprachzeit. Untertitel. Nee, Luca kommt wahrscheinlich nicht mehr, weil sein Bus nicht kommt, weil ist halt sehr zuverlässig in Deutschland. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Deswegen fahre ich auch keinen Bus und Bahn mehr. Sondern laufe oder fahre mit dem Auto. Der Spot unter der Brücke ist einfach OP, by the way, man kommt einfach nicht mehr raus mit vielen Autos. Außer man hat halt den Nextreme Offroader oder so. Let's go.
Oh, da habe ich den Checkpoint noch bekommen. Ich hab Emi und Arti wieder mit den OP Racing Lines am Start. Hast du den Checkpoint noch bekommen? Lul. So. Man sagen, so ein Holzlenkrad wäre heutzutage eher so meh. Also hat schon einen Grund, warum es nicht mehr genutzt wird, aber ich meine trotzdem, ich meine, Holz ist doch so. Also zum einen hat man nicht sonderlich viel Grip. Zum anderen ist es doch auch so richtig, ich sag mal, hart zum Anfassen. Also ist ja nicht gepolstert oder so. Ich meine, es war ja, glaube ich, sogar so, dass ganz früher viele Rennfahrer zum Beispiel auch recht starke Wunden immer an den Händen hatten, deswegen. Weil das halt natürlich ohne Power Steering und so zum einen ziemlich hart war zu lenken, aber auch weil das halt so hart war anzufassen und so. Ist schon krank. Mal drüber nachdenken. Nicht mein Favorite. Ich bin mal in der Sekunde wieder, ich muss einmal kurz was gucken. Alles perfekt. Wir waren zwei durchs Ziel. So eine Review von jedem Auto, das hier im Regal steht, wäre schon wild, oder? So mit Stats und so. Boah, ich könnte euch theoretisch was zeigen. Das habe ich gemacht, als ich wirklich ein ganz kleines Kind war. Wenn ich es finde. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Das habe ich selbst seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Ich guck mal gleich. Gucken wir uns das am Ende des Streams nochmal an, weil ich glaube, das ist lustig, über sowas mal zu sprechen oder sowas zu zeigen. Vor allem, weil ich es ja selber nicht mehr bei Startpeed ganz im Kopf habe.
Untersteuern des Todes. Das ist jetzt das zweite Rennen erstmal. Ja. Easy. Müde. Keine Zeit, müde zu sein, du. Irgendwie nicht so viel los gerade. Das ist halt nicht, worüber ich was erzählen soll und so. So ein bisschen der Struggle. Aber naja. Nach dem Rennen gucke ich einmal, ob ich das finde, was ich gerade meinte. Danach fahren wir noch die letzte Meisterschaft. Ich kann ja kurz gucken, ob ich es finde. Und dann können wir die letzte Meisterschaft fahren. Und dann zeige ich euch das. Ich hoffe, ich finde es. Das wäre schon wild. Das war nice. Muss ich schon zugeben. Bin ich gut durchgekommen.
Das war nicht ganz so nice. Perfekt. Das dürfte das letzte Rennen gewesen sein, ich hoffe es. Gerade? Also, eigentlich ist es immer drin Rennen, aber ich habe gerade nicht aufgepasst. Ziemlich voll rot bei mir hier. Ich meine, ich sehe es selten. Meine Mutter hat das letztens mal bemerkt, dass das hier immer extrem rot ist. Meine Knie aber auch. Ich bin dann eine Sekunde wieder da, dort, ey, bis man in der Lobby ist. Ich hab's echt gefunden. Da ist. Da ist eine Menge drin. Gucken wir uns aber gleich an. Erstmal fahren wir nämlich noch die letzte Meisterschaft. Sorry, ey, das ist eine Erinnerung. Ich weiß. Ich kann schon mal sagen, ich war damals. Ich bin, will nicht sagen, dass ich heute sinnvolle Hobbys hätte, aber damals noch weniger. Kurz, ja, ich habe sehr viel meine Zeit verschwendet mit unterschiedlichem Zeug. Das ist schon. Ich überlege echt, wie alt ich da war. Ich glaube nicht älter als 9. Vielleicht 9, vielleicht 8. Das ist schon ewig alt. Mir auch erst gestern, also was heißt auch erst, ist das halt gestern irgendwie eingefallen, dass ich das mal gemacht habe. Haben wir gedacht,
wäre es nicht irgendwie nice, da mal wieder durchzukommen, weil... Keine Ahnung. Ist auch irgendwie nice. Ich sag sehr oft nice, aber ich find's auch irgendwie nice, also... Von der Niceigkeit her kann man sich da eher weniger beschweren. Jetzt wollte ich da gerade uns dran kümmern. Schreibt, er gibt Fick auf Stream. So wie sonst auch immer. Ja, nice KI. Jetzt aber nicht meine Schuld. Kein Sorry, Emil. Das war aber knapp. Oh, gut. Du überschießt ein bisschen. Ah, kommt er zurück, kommt er zurück. Jawohl. Und sogar auf P2. Ja, so. Passt. Nice Livery. Danke. Komm schon, lauf, kleiner Skorpion. Lauf. OP Racing Lines. Okay, AT ist ein bisschen überschossen. Oh, das heißt. Moment. Nee, keine Chance, die alle aufzuhalten. Absolut nicht. Mal eine Sache nachgucken. Bist ein bisschen weit geflogen, Arti, ne?
fuck, was hab ich? Mein Name ist Lost, Peter Lost. Würde ich schon offiziell eintragen lassen, einfach den Namen. Ich würde es irgendwie feiern. Komm, diesmal aber. Ja. Minus 007 einfach. Sorry, ne? Muss durch, bin kein Arzt, aber ich muss trotzdem schnell durch. Assi! What you doing? Von hinten sieht der Lotus Evora schon ziemlich ähnlich aus zu einem Alpha 4C. Ich hiete mich diesmal hier nicht über die Innenseite des Bürgersteigs. Ich hoffe mal, ihr fliegt jetzt nicht beide hier in dem Dings ab. Einer von euch kann sich's vielleicht noch erlauben. Der Transit hätte gefährlich werden können. Was machen wir denn, die KI schubsen? Ein Rennen noch, dann zeig's. Ja, minus 97, sag ich doch. Ich bin einfach ein Level über der Arti, was Intelligenz angeht, deswegen. Ja. Sorry. Nein, Spaß.
Ey. Das Ding ist, wir müssen das Rennen schon gewinnen, also. Oh, wie soll ich denn 3 aufhalten? Moin. Perfekt. Easy. So. Das war's. Also, zeige ich das jetzt am besten. Ich lasse es einmal ganz kurz durchlaufen, um sicher zu sein. Thanks, Bastian. Seems easy, big. Ja, yeah, it is. The AI in this game isn't the best. TTS habe ich noch nicht. Komm schon. See you on Race Room. Cheers. Bye. Thanks for watching. Ja, das war's. Also, ich wechsle mal die Szene. Ich hab hier so ein paar Karten, ne? Da, hier sind auch noch mehr so drin, eigentlich, aber das sind im Endeffekt was das sind. So. Und jetzt habe ich hier. Ich weiß nicht, womit ich am besten anfangen soll. Also. Ich nehme mal ganz kurz irgendeine Karte. Oh Gott, sieht das alles scheiße aus. Ja, komm. Also. Dann hat man jetzt hier. Weil ich nehme mal ganz kurz eine andere Karte vielleicht. So. So, jetzt hat man da. Ich glaube, es fokussiert nicht. Aber man hat hier
immer einen Fahrzeugnamen. Hier hat man einen Stärkewert und hier hat man Geschwindigkeitswert. Es ist wie jede, wie heißen die, die man immer getauscht hat? Metatags und so. Und das sind dann halt das, was ich dazu gemacht habe. Da unten steht immer noch so eine Klasse. Und das sieht halt absolut scheiße. Ich meine, ja, ich war 9 Jahre alt, meine Güte, aber trotzdem. Und dann. Manche haben dann hier noch so einen anderen Wert, also zum Beispiel so LKWs und so, haben dann hier einen Wert. Warum auch immer ich 40.000 Gramm geschrieben habe. Also 40.000 Kilo würde ja Sinn ergeben. Weil, schafft so ein LKW 40, 50 Tonnen, also ein normaler, dann okay. Aber 40.000 Gramm? So. Ich meine, ja, Geschwindigkeit und Stärke sind einfach irgendwelche random Zahlen oder wir wissen ja. Aber trotzdem. Dann habe ich jetzt hier. Was habe ich hier denn so? What the fuck? Der gute alte. Das ist verwirrend mit der Cam. Cam steht auch schon wieder vor dem Monitor. Nein, ich warte. Das ist kacke. So. Moment. So. Der gute alte Renault Transit mit der VW-Lackierung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung warum und wie und was und wie. Aber wie gesagt, ich war auch 9 Jahre alt. Und im Endeffekt gibt es dann noch so zum Beispiel. Was ich da auch noch gemacht habe, was natürlich auch mal Sinn ergibt. Ich muss gerade finden. Ja, ich finde gerade keine einzelne Karte. Dass man dann hier solche Karten hat, die entweder ein Auto sind, da, oder halt irgendein Bonus bringen auf irgendwas. Was auch immer das immer. Also ich hatte es nicht so schlimm in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Also. Ja, das auf jeden Fall. Aber. Ich meine, das sammelt sich nicht in ein paar Jahren an. Aber. Also, Autosteuer will ich immer. Was das hier war. Hat schon einen Grund. Ach komm, fokussier. Ja, aber Arti, das trifft schon ganz gut, aber es fokussiert nicht. Also wenn ihr da eine Supra drin erkennt, ne? Der erkennt auch in Heat ein gutes Spiel. Dann hier auch was tatsächlich gar nicht so scheiße gemalt. Ich glaube, das habe ich später erst gemalt. Traktor. Wahrscheinlich. Ja? Nee, warte mal. Ich habe auch halt teilweise Autos genommen, die ich hier stehen habe. Moment. Ja. Ich meine, wer mit 7 oder 8 oder vielleicht noch 9 gut zeichnen kann, der ist halt am Ende auch Künstler und man merkt, dass ich kein Künstler geworden bin. Also. Goddammit, Alter. Komplett andere Farbe wegen dem Staub gefühlt. Ich sollte ja nicht so umpusten, wenn ihr Blätter sind. Das ist hier in der 40. Also. Ich dreh den mal ganz kurz. So. Man sieht da zumindest eine Ähnlichkeit. Komm, einfach. Da ist wenigstens eine Ähnlichkeit vorhanden, okay? Aber. Was habe ich hier noch so? Das Auto kenne ich nicht mal mehr. Auch gut, ich habe in Gelb geschrieben, aber egal. Der deutsche Nationalbus. Ich war zwar nie Fußballfan, aber ich wollte den halt trotzdem.
Oh, das hier sieht gar nicht so scheiße aus. Also ein paar habe ich halt erst recht spät gemalt, glaube ich. Aber das sieht halt echt nicht so scheiße aus hier. Naja, ist auch simpel gemalt und so, klar, aber... Ich finde, man erkennt, dass es ein Bus bei uns an der DSW ist. Vielleicht sogar das hier, jetzt hätte ich es auch. Das finde ich, erkennt man sogar. Sorry. Oh, aber was soll ich hier noch so? Ich erkenne die Autos selbst nicht. Ja, Volvo V40 erkennt man vielleicht noch. Was habe ich hier noch so? Ich hatte hier doch noch irgendwo... GT1. Hier, warte. Anderes Beispiel. Habe ich gerade zwar schon gezeigt, aber ich habe natürlich auch noch das Auto dazu. Da. Das ist das hier. Ja, kann man erkennen, kann man erkennen. Ja, ich find's lustig, da mal durchzugehen. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, also, wer hier einen Audi TT drin erkennt, keine Ahnung, 500 Euro. Also, das ist echt vieles, aber kein TT. Oder auch Mitsubishi Lancer getuned. Ja gut, man kann es absolut nicht lesen, weil meine Schrift scheiße war. Sie ist immer noch scheiße, aber egal. Aber da steht noch getuned. Also, aber halt G-E-T-U-N-T. Dann. Der CT sieht aus wie ein HSV. Der sieht nicht mal aus wie ein Auto. Nike One. Ja, ich habe viel Gran Turismo 4 gespielt, deswegen... Ich meine, ich glaube, den gab es auch nur in Gran Turismo 4, ich weiß es nicht. Ja, hier, keine Ahnung. Spezialkarte, 2 Zylinder mehr, ich meine, da gibt natürlich Sinn. Für BMW i8 und TT. Da kommen auch immer so Erklärungen nicht drauf, die dann die halbe Karte annehmen. Der gute alte Peugeot 206. Oder Toyota Yaris, wer es erkennt. Keine Ahnung, wie man das erkennen soll, aber... Na gut, Honda Jazz, finde ich, kann man da drin erkennen. Sogar. Ich finde, das kann man erkennen. Sieht zwar immer noch gut aus, aber... Ja. Ich würde sagen, zeichnerisch bin ich auf jeden Fall deutlich besser geworden. Ich meine, ich habe viele Autos auch einfach falsch benannt. Das hier zum Beispiel, erkennt man vielleicht, ist kein R8, sondern ein R810. Aber ja gut, das sind halt so Sachen... Kannst du als Kind nicht wirklich merken. Aber ja. Was habe ich denn noch so? Ja, es ist halt. Solche Zeichnungen dann teilweise noch dazwischen. Ja, gut. Sonst ist hier. Ich kann mal noch die anderen Karten durchgucken, ob da irgendwas Besonderes dabei ist. Und die Werte ergeben halt auch absolut keinen Sinn. So, die ich teilweise genommen habe. Ich habe der Viper zum Beispiel einen höheren Geschwindigkeitsstat gegeben als einem F1. Er gibt halt auf jeden Fall Sinn. Ja, ich war so sicher alt. Ich dachte, Autos sind so schnell, wie sie aussehen. Oder so, keine Ahnung. Ja, auch so das 545i. Frag mich nicht, wie ich auf das Auto gekommen bin. Mir fällt es gerade nicht mal ein. Woher genau? Vor allem so eine GT-Version.
Ich glaube, ich weiß, welche Livery ich meinte, aber... Oder auch... Also wer hier drin ein M3 sieht, anstatt einen Passat oder so. welche war denn die Lieblingskarte? Boah. Wahrscheinlich einer der... Keine Ahnung, oder? Wahrscheinlich... Sowas hier in die Richtung? War ja an eine Karte, da muss ich einmal ganz gut suchen, und die kann ich mich sogar noch verdammt gut erinnern. Aber keine Ahnung warum. Zwar vom Toyota GT1. Ja, na, wir schmeißen bei uns im Haushalt nichts weg. Also wenn ich meine Roomtour machen sollte. Cool, ein M3. Ja, nee, tatsächlich nicht nur irgendein M3, der M3 aus Gran Turismo 4 und der ist echt emotional. Also nicht emotional, sondern so richtig halt. Also wegschmeißen tun wir gar nichts. Ich habe schon alles aus meiner Kindheit. So. Okay, ich hatte ihn besser in Erinnerung, bin ich ehrlich. Ich hatte ihn nicht ansatzweise so schlimm in Erinnerung. Gut, dass der GT1 auch nie Esso gesponsert war, by the way. Ich dachte einfach nur, die Aktion, das passt zu Esso. Na gut, ne? Was habe ich hier noch? Also man merkt, welche ich später gemacht habe auf jeden Fall. So war es halt. Also es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Weil ich immer noch nicht so krass zeichnen kann. Also viele sagen, dass ich gut zeichnen kann. Irgendwie. Aber sehe ich jetzt selber nicht unbedingt so, muss ich sagen. Also okay. Kann ich vielleicht, aber... Ich suche gerade, ob ich noch irgendwas... MAN Polizeitransporter. Spezialkarte. Nitro. Komm, Drehhand da. Nitro. Das Bade. Ja, dann. Danke fürs dabei sein, Peter. Man sieht sich. Hab ihn noch gar nicht gesehen. Lass es dir gut gehen im Bad. Ich gehe jetzt hier noch die restlichen 2-3 Sachen durch dich noch hin. RX7, den man nicht erkennt. Ein Opel Laubfrosch. Den kannte ich tatsächlich damals, aber auch nur aus einem Buch. Froschgrün. Spezialkarte, beim Gegner wird die Bremsscheibe zu heiß. Das muss ich euch sagen. Vielleicht erkennt man es, da ist so orange. Und da unten, da habe ich extra hingeschrieben, dass das orange eine Hitze sein soll. Ah, wie geil, Alter. Gott, Ansonsten war das halt... Der Ersatzreifen fällt auf den Gegner. Wild. Das ist halt einfach zu krank. Erkennt man, dass es ein WRX ist, ne? Ist einfach nur hinterer Recht oder linker oder vorne rechts? Keine Ahnung, das kennst du aber nicht. gut, ne? Ah!
Du meintest ja vorhin, das sieht aus wie ein F40. Das ist ein F40. Aber ich finde, das kann man sogar erkennen, dass es einer ist. So. Und hier habe ich sogar noch einen richtigen R8. Moment. Da. Moin, Flo. Ja, wir sind schon ein bisschen durch. Seit gewisser Zeit. Gut, das ist dann so. Ja, das zeigt, oder das ist einfach sowas, was auch typisch ich bin. Ich setze mir irgendeine bescheuerte Idee in den Kopf und mach's. So, ich meine, das ist eigentlich der komplette Grund hinter den meisten meiner YouTube-Videos. Ich denke einfach, das kann alles sein. Das mache ich. Ich glaube, hier habe ich aber nichts wirklich mehr. Falls jetzt noch was Besonderes wäre. Okay, ich wusste damals, was ein Turbo ist. Ich wusste nur nicht, wie es aussieht, okay? Frag mich nicht, was ich dachte, was ein Turbo ist damals. Ich war 9, wie gesagt. Aber trotzdem. Was? Ist ob... ein Turbo. Uff, Alter. Vergaser, auch nur ein schwarzer Block. Ist ja auch nicht, was ist das wahrscheinlich? Also so halb. Oh, da wird sich Domme freuen. Der gute alte 350Z. Weil, ja, hätte schlimmer sein können. Hätte aber auch deutlich besser sein können. Oh, noch ein zweiter 40, der genauso aussieht, nur in Blau. Ich glaube, sonst ist hier wirklich nicht mehr. Ja, das war's eigentlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich es damals gemacht habe. Ich weiß nicht. Ja, warum ich es damals gemacht habe. Ich werde es auf jeden Fall aufheben. Also, ich hatte sogar, es sind hier jetzt so drei Stapel, ne? Das war mein Pack, das war. Und die Wand habe ich halt an andere gegeben, damit man halt gegeneinander spielen kann, was man einmal gemacht hat. Also quasi wie bei richtigen Match Attacks. Und ein Pack hatte Finn, also ein bester Kumpel. Aber ich glaube nicht, dass er das noch hat. Ich glaube, das. Also, es würde mich sehr stark wundern. Aber. Ja, das ist. Schon wild. Ja, gut. Ich würde dann sagen. Übrigens ganz kurz, weil ja auch Peters gerade meinte mit Ballen. Ich werde auch, wenn ich umziehe, also was keine Ahnung wann passieren wird, wahrscheinlich nicht allzu bald, weil es für mich keinen Sinn ergibt auszuziehen. Einfach aus mehreren Gründen halt. Aber wenn ich ausziehe, dann kommt das auf jeden Fall mit. Und dann nehme ich mir einen Raum, wo ich dann halt ganz Musikzeug reinpacke, Zeug für YouTube, also PC. So, ne? Wo andere halt ihr normales Wohnzimmer haben. Habe ich zumindest so vor. Und dann kommt auf jeden Fall das hier mit allem mit rein. Ich nehme auch die ganzen anderen Sachen mit. An Fahrzeugen, die hier stehen. Also, was
da hinten halt steht. Weil es einfach für mich wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Ausdruck ist, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht sieht man das dann auch noch weiterhin. Ja, ich würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.